Im Vorfeld des Bahnhofes Altona beginnt die Einfädelung in den City-Tunnel, der von den Linien S1, 2 und 3 durchfahren wird. Bis zum Bau der City-S-Bahn war Altona ein oberirdischer Sackbahnhof, auf dem die Züge von und zur Verbindungsbahn Kopf machen mussten. Nachdem der City-Tunnel Ende der 70er Jahre vollständig fertiggestellt war, hatte man nicht nur eine bessere Innenstadtanbindung geschaffen, sondern auch den Verkehr besser vernetzt. An den Bahnhöfen Landungsbrücken und Jungfernstieg entstanden neue Umsteigemöglichkeiten zur U-Bahn. Zurück nach Altona, wo ein Zug der S11 Blankenese-Ohlsdorf gerade Kopf macht. Die S11 ist nur während des Berufsverkehrs unterwegs und befährt die alte Verbindungsbahn durch die Stadt. Ab 1959 kam die Baureihe ET170 zur Hamburger S-Bahn. Sie basiert auf den Altbaufahrzeugen und ist für 100 Kilometer in der Stunde zugelassen. Heute wird diese Fahrzeuggeneration als Baureihe 470 bezeichnet. Größter Bahnhof auf der Verbindungsbahn ist der Bahnhof Dammtor. Hier halten nicht nur die Züge der S-Bahn-Linien S11, 21 und 31, sondern alle von und nach Altona verkehrenden Fernzüge.